Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß Nummer 23, wahrscheinlich 12 von heute ist Samstag, weil es ein Spezialgruß ist. Wir wollen, Daniel ist hinter der Kamera und jetzt merkt man schon, er bewegt sich, es moved, weil nämlich, Daniel, darf ich einmal ganz kurz filmen, wie du aussiehst, dass die Leute mitkriegen, wie der Mann hier verkabelt ist. Ist das nicht krass? Weil wir nämlich heute, das sieht man jetzt schon, mal zeigen, wie das hier mit diesem modularen Konzept ist. Also, hier vorne sitze ich und, wenn wir eine Demo machen, der Coachy. Und hier, wenn du hier mal einmal durchschwenkst, sieht man die Plätze der Teilnehmer. Heute ein kleiner Kurs, weil die meisten auf Zoom sind. Hier sitzt bisweilen ein Assistent oder eine Assistentin dieses Wochenende und hier ist die Schaltzentrale. Jetzt konkret war das diesmal Daniels Platz, wie man an den beiden Laptops merkt, wo er dann hier so sitzt. Mache ich das gut, Daniel? Ja. Und am Mischpult den Sound, am Zoom-Computer das Zoom und am eigenen Computer das Protokoll macht. Und jetzt natürlich die Frage, wie wird das gemacht, dass das hier so gut übertragen ist. Also ich erkläre es mal ganz langsam. Hier gibt es normalerweise eine Kamera, die sich jetzt in Daniels Händen befindet, die zeichnet mich auf. Das Bild von dieser Kamera wird auf Zoom übertragen und taucht auf diesen beiden Bildschirmen hier, Bildschirm 1 und Bildschirm 2, hier wieder auf, wo man gerade sieht, dass man mich nicht sieht, weil ich halt daneben stehe. Das machst du gut. Hier auf diesem Bildschirm gibt es eine zweite Kamera, die den Raum filmt und das gibt dann dieses Bild hier. Das heißt, auf dir sehen dann die Leute von Zoom den Raum hier. Das heißt, wenn du auf Zoom bist, siehst du die beiden Bilder. Einmal den Trainerplatz und einmal die Reaktion der Gruppe. Dann haben wir hier zwei große Lautsprecherboxen, Box 1 und Box 2, wo wir hier im Raum die Leute auf Zoom hören. Und damit die Leute auf Zoom uns hören, gibt es den berühmten Löffel. Wo ist der Löffel? Wer hat den Löffel nicht abgegeben? Ah, ich habe den Löffel gefunden. Wir haben hier den Löffel, wo dann eins von diesen beiden Ansteckmikrofonen auf dem Löffel ist und man spricht in den Löffel, damit Zoom einen hört. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, das ist die einzige Stelle, wo Zoom manchmal ein ganz kleines bisschen außen vor ist, wenn hier drei oder vier Leute gleichzeitig reden. Dann ist es schwer, das mitzukriegen. So funktioniert in der Jablonski-Straße unser modulares Konzept. Genau. Habe ich was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir können den Rest der Räumlichkeiten für diejenigen, die noch nie hier waren wenn und wir vielleicht schon mal nur Zoom jetzt kennen. Hier sind, auch wenn wir noch mitten in der Renovierung stecken, zeigen wir doch den ganzen Rest. Ich mache jetzt mal eine Schlossführung. Also stell dir vor, du kommst hier rein. Kommst hier rein und staunst. Die einen sagen, das ist größer, die anderen sagen, es ist kleiner, als man sich es vorstellt. Seminarraum. Dann geht es weiter. In den hinteren Raum, blauen Raum, wie auch immer, unseren Kleingruppenraum mit Sofa und Stühlchen. Hier finden dann immer ein bis zwei Kleingruppen statt. Das Trampolin hier steht übrigens da, weil viele Leute immer gesagt haben, also hier gäbe es zu wenig Bewegung. Du glaubst nicht, dass jemals einer auf das Trampolin geht. Das ist immer alles theoretisch. Und hier ist die Küche mit, zeigt die Kaffeemaschine. Das ist doch mit das Wichtigste. Und Hafermilch braucht man auch. Hier waren wir heute alle zusammen. Das war so cool. Da war hier alles voll und die ganze Gruppe war hier in der Küche gestanden. Genau, das sind die ganzen Räume. Ein paar kleine Snacks gibt es normalerweise auch. Die sind jetzt ein bisschen aufgefuttert. Gerade ganz unordentlich, ich muss das mal kurz korrigieren. So jetzt. Ja, aber das ist, wenn zwei Erkenntnistypen Ordnung machen, ist ein bisschen Unordnung schon okay. Das ist natürlich und authentisch. Genau, man kann ja auch so machen. Ja, das ist, wenn der Erkenntnistyp zum Beziehungstypen wird.
und durch die Blume redet. Genau, das sind die Räume in der Jablonski-Straße. Jetzt würde ich vorschlagen, Daniel, dass du die Kamera da wieder hinschraubst und wir den kurzen Rest vom Wochengruß machen. Dann muss ich hier tatsächlich ein bisschen umbauen. Genau. So. Ich fange schon mal an. Ja. Jetzt kommt der offizielle Teil, den machen wir schnell und prägnant. Letzte Woche war am Dienstag Podcast. Ja. NLP-Einführung, den würde ich dir empfehlen anzuhören. Das ist auf den Hinweis einer Teilnehmerin, die meinte, Ralf, deine Podcasts sind zwar gut, aber immer so fortgeschritten, tief philosophisch. Das kann ich meinen Freunden nicht empfehlen, weil die denken sich, was ist das? Und so, das ist ein Einführungspodcast, kam auch gutes Feedback darauf. Dann kam am Donnerstag das letzte Webinar, das neunte Webinar der achtwöchigen Webinarreihe mit praktischer Techniken. Von mir über das Thema Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein. Video steht schon hoch, kannst du dir angucken, noch eine Woche. Danach gehen wir jetzt erstmal 9 Wochen in Webinarpause und dann kommt am 4. Mai die Frühjahrsreihe, eröffnet von Daniel Köpke mit dem naheliegenden Thema für einen Erkenntnistypen. Flirten. Nein, also das Thema finde ich tatsächlich ziemlich naheliegend. Mhm. Ich meine, wenn ich mich mal an meine Webinargeschichte erinnere, war ja das Thema Flirten eigentlich das, was mich zum NLP überhaupt gebracht hat und auch das erste Thema, worüber ich überhaupt ein Webinar gebracht habe. Ehrlich? Ja. Ich hatte damals über so Grenzüberschreiten, Wheel of Consent Wheel of und so weiter. Das war ein gut da hatten wir mit Angela noch irgendwie so, erinnerst dich an den Abend. Ja. Und ich habe da auch ziemlich gutes Feedback irgendwie drauf bekommen und ich meine, über die Webinare habe ich mich natürlich in meinen Präsentationsfähigkeiten, in der Art und Weise, wie ich einen roten Faden gestalten kann und so auch entwickelt. Und nachdem ich ja jetzt im letzten Coach-Blog auch für mich festgelegt habe, was eben auf Grundlage des Feedbacks von Teilnehmern im Prinzip kam, dass mir das Thema Flirten vielleicht ganz gut liegt, weil ich doch mit einer ziemlichen Leichtigkeit das immer hinkriege, irgendwie so eine entspannte, lustige, humorvolle, leicht neckende Atmosphäre irgendwie ins Gespräch einzubringen. Und inzwischen fällt mir das so leicht, aber nachdem das halt für mich auch gelerntes Wissen ist, kann ich das, glaube ich, auf eine sehr spannende Art und Weise auch reflektieren. Und ja, ich denke, dass das sehr gut zu mir passt. Das ist noch eine relativ neue Idee, dass ich mich im Coaching eben genau auf diesen Aspekt fokussieren möchte. Aber ich habe jetzt schon ungefähr 2000 Ideen, wie ich das Thema logische Ebenen und Flirten miteinander mappen kann. Also ganz ehrlich, Rauchen auf den logischen Ebenen ist ein Fliegenschiss. Über Flirten auf den logischen Ebenen kann man, glaube ich, über jede Ebene im Grunde eine Stunde reden. Und aber weißt du, was der Nachteil ist? Anfang Mai. Ja. Du musst warten. Ja. Bis dahin kommt aber jeden Donnerstag ein Webinar aus dem Archiv. Ja. Also von 2016 kannst du jeden Donnerstag gucken, gibt es ein neues Webinar auf der Seite. gestern hatten wir Update, das ist eine interne Veranstaltung. Einmal im Monat lade ich an einem Freitagabend ein für Update und Supervision, wo ich sage, was war neu aus den Kursen berichte und die Leute ihre Themen bringen können. Da kam ein geschätzter Kollege von dir aus dem Assistententeam, ich sage seinen Namen nicht, weil ich weiß nicht, ob er es öffentlich haben will, mit einem selbstgebauten Format zum Thema Flirten. Und wir haben darüber eine Stunde geredet, alle wollten sich beteiligen. Also du siehst, das Thema bewegt die Leute, das Thema wollen die Leute auch wissen. Und also mal ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die halt einfach im normalen Gespräch, im Alltag irgendwie ein ressourcevolles Gespräch miteinander zu führen, vielleicht unter NLP-Lern weniger, aber du hattest ja auch eine ganze Newsletter-Reihe. Wollte ich gerade sagen, die war ja auch, dass sie die Rekordzahl an Kommentaren gemacht hat. Ja, und ich glaube, es gibt da so viele Themen auf allen logischen Ebenen, die da dagegen... Wollen wir mal einen Podcast machen? Ja, können wir gerne machen. Wir machen mal einen Podcast zum Thema Flirten. Mhm.
Dann war gestern der Newsletter, nee, heute der Newsletter, weil wir sind hier am Samstag, ich bin gerade ein bisschen aus der Zeit. Wir hatten heute den Newsletter zum Thema Ressourcen auf den Ebenen, Ebene 6, mhm. Schon wieder das Thema Flirten, Ebene 6. Der war gut, aber ich habe ein bisschen zu lange gebraucht, ihn zu verstehen. Oh, wenn ich auf die nächste Woche vorschaue, wir haben im Augenblick Practitioner-Wochenende, habe ich schon 14 für 10 gesagt. Also im Augenblick ist es so, nachdem das modulare Konzept ausläuft, ist es so, wenn du jetzt einsteigst ins modulare Konzept im Practitioner und Master, bekommst du alle Wochenenden bis zum Ende, also bis Sommer 2024. Also die dieses Wochenende Practitioner anfangen, bekommen 14 Wochenenden für einen Preis von 10. Die in einer Woche, das ist 1. April, die in einer Woche mit dem Master anfangen, das ist aber kein April-Scherz, bekommen 14 Wochenenden zum Preis von 10. Dienstag kommt ein Podcast, Donnerstag kommt kein Webinar und so geht das Ganze vor sich hin. Und ich glaube, das waren die Aktualisierungen. Genau, das Wichtigste war das Zeigen der Räume. Und ich finde, das haben wir gut gemacht. Finde ich auch. Soll ich winken und du machst aus oder willst du winken und ich mache aus? Ich winke und mache aus. Das geht nicht gleichzeitig. Doch, guck. Tschüss. Tschüss.